So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16, der Karrieremodus mit RB Leipzig. Mein Name ist David, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Heute das Spiel gegen Dortmund, den Gruppensieg in der Europa League, hatten wir uns in der letzten Folge geholt. Durch ein sehr spannendes Spiel, muss ich mal sagen. 2:2 ist das geendet. Und ja, heute müssen wir also endlich mal wieder 3 Punkte in der Liga holen, weil sonst sieht das einfach nur extrem schlecht aus. Ich weiß, Dortmund wird ein schwerer Gegner. Die haben hier Anschluss an der Spitze mit Tabellenplatz 2, 28 Punkte und wir auf der 11 mit 20 Punkten. Aber ein Sieg wären 23 Punkte, Platz 9 wäre uns da auf jeden Fall sicher. Und das ist heute einfach unser Ziel und das wollen wir heute erreichen. Also auf geht's gegen Dortmund. Wir sind also Gast im Signal Iduna Park. Borussia Dortmund empfängt heute RB Leipzig. Ein echtes Spitzenspiel, würde ich fast behaupten. Auf jeden Fall eines der besseren der Art. Marco Reus hier auf der Bank. Was ist denn da los? 27 Jahre, darf sich erstmal ausruhen oder was? Wir haben ein bisschen an der Aufstellung rumgeändert. Das habe ich euch nicht gezeigt. Sané spielt heute. Ødegaard spielt heute und ich glaube Dominik Kaiser ist noch dabei. Schön in die Mitte auf Kaiser. Ah, Kaiser kann die Flanke nicht bringen. Brandowski ist da. Thielemans holt sich den Ball aber wieder. So, wie gehen wir denn das heute an hier? Spielen einige Spieler bei Dortmund, die ich nicht mehr kenne. Narey sagt mir zum Beispiel gar nichts. Blaschikowski spielt da. Da haben wir Narey. Kagawa können wir ja alle noch. Dom. Oh, schöner Pass da nach vorne in die Spitze. Brandowski. Hatte den Vorzug von Marco Reus bekommen. Kaiser holt sich da den Ball wieder. Jetzt der Ball weit nach vorne auf Paulsen, aber der kommt nicht ran. Cortez spielt heute auch. Ginter. Brandowski. Doppelpassspiel. Das geht gut. Brandowski über die linke Seite. Die Flanke kommt rein. Nicht richtig geklärt. Ramos hat den Ball. Kagawa. Ødegaard. Nach vorne auf Paulsen. Wieder runter auf Ødegaard. Der bekommt dann den Ball. Aber Thielemans hat nicht genug Zug. Thomas Kraft hier im Tor bei Dortmund. Was ist denn da passiert? Weidenfeller nicht und Birki auch nicht. Okay. Aubameyang spielt auch nicht. Was habe ich hier eigentlich verpasst? Haben die hier ihren ganzen Kader ausgetauscht? Thielemans schön nach vorne. Paulsen. Abgelegt für Sané. Der wollte da reinspielen. Blaschikowski kann den Ball ins Tor ausspielen, mehr oder weniger. Und es gibt hier den ersten Eckball für Leipzig. Ødegaard. Zurück auf Thielemans. Der läuft mal, der hat Platz. Juri Thielemans, Thomas Kraft. Meine Güte, da geht's gut los. So kann es weitergehen. Ødegaard. Abgelegt auf Sané. Cortez. Missverständnis mit Sané und schon ist die Chance dahin. Klostermann sieht da Halstenberg. Aber der kommt nicht richtig ins Spiel. Castro. Ramos. Ah. Wieder Castro über die rechte Seite. Orban passt diesmal gut auf. Sané. Ah. Gegen Narey kommt er nicht durch. Blaschikowski. Castro kann die Flanke reinbringen, aber Karius hat den Ball sicher. Ødegaard. Oh, schön gesehen, dass da Sané mitläuft. Sané, komm, mach den. Sané. Ah, Castro stört da noch von hinten. Sané kann den Schuss nicht richtig unterbringen. Ah, Halstenberg mit Problem. Ramos. Zurück. Narey. Ginter. Ramos, Blaschikowski.
In die Lücke auf Castro, der spielt ihn zurück. Narey. Blaschikowski verliert den Ball, Foulspiel. Freistoß für Leipzig. Thielemans. Juri Thielemans ist schon wieder relativ fertig mit der Welt. Ødegaard. Martin Ødegaard, schön gemacht. Martin Ødegaard, die Möglichkeit. Pfosten, ich fasse es nicht. Kraft lenkt den da noch an den Pfosten. Meine Güte. Ødegaard setzt sich da wunderschön durch. Thielemans holt sich den Ball. Juri Thielemans. Thielemans gegen Saar. Oh, Thielemans. Oh, Schiri, bitte. Bitte, du kannst doch hier nicht im Angriff abpfeifen. Das hätte doch was werden können. So geht's also zur Halbzeit mit einem 0:0. Leider Gottes Augsburg 1:0 gegen Schalke, Hertha gegen Hoffenheim, die spielen noch nicht. Ah, schade. Der Pfostenknaller da hätte drin sein müssen von Ødegaard. Ginter. Wieder Ginter am Ball. Narey. Ginter spielt ihn rüber auf Durm. Castro. Brandowski, Castro, Durm. Ah, oh, schade, ein Schrittchen weiterlaufen, Kaiser, und du hättest den bekommen. Castro, immer noch Castro, hat einfach viel zu viel Platz. Kann den Ball auf Kagawa spielen. Kagawa ist da durch, die Möglichkeit, aufgepasst. Pausen. Kaiser, schön gesehen. Cortes jetzt mit dem Ball nach vorne, aber der ist zu weit. Der ist zu weit, bekommt den Pausen noch. Ne, Pausen kommt da nicht mehr ran. Ja, schade. Der Wechsel hier bei Dortmund. Marco Reus für Bandowski. Ramos, Kagawa. Jinji Kagawa. Ødegaard holt sich den Ball. Schön den Seitenwechsel da auf Cortes. Cortes! Rückball! Kraft kann den Kran noch so wegspielen. Blaschikowski nach vorne. Orban. Eihan. Thielemans. Cortes. Schön, aber nicht gut gemacht. Narey kann den noch klären. Sané. Ginter. Hallo? Foul im Strafraum. Narey. Saar. Durm. Blaschikowski und Narey. Ein Doppelpassspiel. Der Ball ist im Aus. Nimm den Ball doch auf und guck da nicht rum. Meine Güte. Thielemans. Thielemans müsste wahrscheinlich ausgewechselt werden. Werden wir uns gleich drum kümmern. Erstmal gucken, was wir hier draus machen können. Nichts. Kaiser, den Ball nach vorne. Rein da. Pausen! Aber Kraft, nein. Wir müssen wechseln. Thielemans, der kann nicht. Ich glaube, der muss ein Spiel länger aussetzen. Pausen geht auch raus. Ødegaard für wen denn? Für Kornet. Ja, hätte ich jetzt die Davi mal noch mitgenommen, dann hätte ich jetzt für Ødegaard noch die Davi bringen können. Thielemans. Nicht gut. Oh nein, ein Schritt zu weit gelaufen. Jetzt hat Dortmund hier wieder die Kontermöglichkeit über Ramos. Abseits. Hallo. Danke. Wir wechseln jetzt erstmal fix aus. Oh, es geht einfach fehlerhaft weiter. Gündogan hier im Spiel. Kagawa sieht da den gut postierten Immobile. Müsste das sein? Kornet. Kaiser. Runter auf Cortes. Jetzt fehlt die Anspielstation. Ah, Weigel steht da noch.
Drei Punkte, Freunde. Nicht schon wieder ein Unentschieden. Ah, Selke holt sich da wunderschön den Ball. Davy Selke legt den nochmal hoch für Sané. Und es steht 1:0. Unglaublich. Unglaublich. 86. Minute. Lore Sané macht hier das 1:0 für Leipzig. Gut gemacht von Selke. Und Glück, dass Sané da noch schießen kann und den unterbringt. Lore Sané 1:0 für Leipzig. Der Wechsel hier. Ramos geht raus und Aubameyang kommt also ins Spiel für die letzten 4 Minuten. So, Dortmund, was ist los? Wir gehen in die sehr defensive Position. Schön abgefangen von Cortes. Jetzt nochmal der Ball nach vorne, aber das ist abseits. Aber das bringt uns Zeit. Kaiser, ja, bleibt Sieger. Jetzt nochmal nach vorne. Ah, Dom steht da wieder im Weg. Und dann ist Schluss. Wir gewinnen gegen Dortmund. 1:0, holen uns hier 3 Punkte. Endlich mal wieder 3 Punkte in der Liga eingefahren. Mann, oh Mann, das ist ja verdammt schwer hier. Augsburg gewinnt 2:0 gegen Schalke. Hertha spielt noch nicht gegen Hoffenheim. Ja, super. 3 Punkte, da freue ich mich mächtig drüber. Das ist auf jeden Fall Tabellenplatz Nummer 9. Ein Spiel haben wir noch in der Hinrunde. Und das könnten nochmal 26 Punkte werden. Abwarten und Tee trinken. Wir können hier ins Spielertraining springen. Heute ist mal wieder Karius dran. Der bekommt heute mal wieder ein bisschen Training. Dann kümmern wir uns um unseren Außenverteidiger Klostermann. Schwer. Und dann würde ich auch sagen, bekommt er mal ein bisschen Dribbling. Vielleicht hier durchsetzen schwer. Das wäre mit Ausdauer in Verbindung. Und Innenverteidiger, nee. Vielleicht mal wieder ein Stürmer. Ich würde sagen, wir nehmen uns heute mal Selke vor. Chancenverarbeitung schwer. So, und dann beginnen wir die Übung. CBAAC ist in Ordnung. Passt soweit. Können wir mit leben. So, Nachrichten im Büro. Aktuell ist aus Spanien uninteressant. Dann würde ich mal sagen, Verträge. Reden wir doch mal mit Forsberg. Wo ist Forsberg? Da. Der möchte 60.000. Für 60.000 möchte ich aber, dass du zusätzlich 2 Jahre kommst. Mal sehen, was er davon hält. Jetzt kommen langsam die Spieler und wollen ihre Kohlen haben. Vertragsdauer, wer läuft denn hier aus? Khedira läuft aus. Der möchte auch schon 25.000 haben. Klostermann läuft noch ein Jahr, Demme läuft noch. Die anderen laufen alle noch. Sabitzer ist nur noch ein Jahr und den werden wir dann wohl auch tauschen. Werden wir mal gucken, wie sich das so entwickeln wird. Wir simulieren hier nur noch fix vor zum nächsten Spieltag. Das ist der FC Augsburg. Das könnte mal wieder ein interessantes Spiel werden. Am Abschlussbericht von Alan Halovic können wir mal reingucken. Aufregender Mann für die Zukunft. Wert 26 Millionen Euro, das ist extrem viel. Advai zeigt großes Potenzial, sehr glücklich. Wir machen mal eine Anfrage.
Haben wir dann noch was Aktuelles aus Belgien? Wen hatte da Gedos? Schauen wir mal. Gedos, da haben wir Gedos rechter Flügel im Verein nichts. Innenverteidiger ist auch nichts. Samuel Bastien, Vertrag läuft in 7 Monaten aus. Rafelov war noch gewesen. Rafelov. Ja, erstmal suchen. Da ist er. Rechter Flügel. Ach, hat das gewisse Extra. Mit 30 Jahren brauchen wir den nicht mehr. Vertragsverlängerung. Genau. Emil Forsberg verlängert seinen Vertrag. Das ist in Ordnung. Genau so. Also, ich werde mich jetzt wieder verabschieden. Wenn euch das wieder gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's gegen Augsburg. Das letzte Spiel in der Hinrunde. Und dann geht's, glaube ich, auch wieder los mit den Transfers. Ich bin raus. Ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. I can't take it back, look where I'm at. We was OG like DOC, remember that. My TOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark heart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more. But I get respect and quite sincere no more.